Jetzt sind wir im tiefsten Bayern im Landkreis Rosenheim auf dem Traditionsbetrieb von Augustin Hartl. Das war eigentlich dann im Jahr 2009, da haben wir es auch fest beschlossen, dass wir einen neuen Milchviehstall bauen. Und zwar aus arbeitswirtschaftlichen Gründen. Und das war einfach der Grund, dass wir gesagt haben, wir bauen einen Roboter ein, man macht auch den Spaltenschieber und den Futterschieber und automatisiert das Ganze. Wie lief bei euch die Umstellungsphase? Ja, die Umstellungsphase, die hat uns zwei schlaflose Nächte bereitet. Und ab dem zweiten Tag ist schon wesentlich lockerer geworden. Zum späteren Zeitpunkt, ca. 4 Wochen später, ist mit den Kalbinnen zum Kalben losgegangen und haben dann unsere Herde in kürzester Zeit von 50 Milchkühen auf 70 aufgestockt. Fühltest du dich in deiner Umstellungsphase gut betreut? Ja. Von wem hast du Unterstützung bekommen? Ja, das waren einfach die Herdenmanager von Lili, die wo vor Ort da waren und wo telefonisch immer erreichbar waren. Zum einen war es auch die Telefonhotline, die wo 24 Stunden, wo irgendein Servicetechniker erreichbar ist und auch so kompetent ist, dass man weiterhilft. Welchen Stellenwert hat das Handansetzen für dich? Gar keinen. Warum nicht? Weil, wenn es der Roboter nicht machen kann, dann kann ich da bleiben. Ich muss aber sagen, ich habe noch nie eine Kuh gehabt, die wo der Roboter nicht machen kann. Nutzt du dein Herdenmanagementsystem T4C? Das Herdenmanagement nutzt man ganz intensiv. Das ist eine ganz wichtige Sache beim Roboter. Und zwar, man hat von jeder Kuh alle Daten, alle Besammungsdaten, alle Kalbungsdaten. Es sind sämtliche Medikamente hinterlegt. Es zeigt man an, was ist zum Trockenstellen. Hat eine Kuh von der Milchmenge eine Tagesabweichung oder eine Temperaturabweichung oder was immer. Ich habe mich für den Juno entschieden, und zwar, weil der kontinuierlich über 24 Stunden Futter nachschiebt. Und wenn der Juno alle 2 Stunden Futter nachschiebt, stehen die Kühe von den Boxen auf und gehen zum Melken. Und somit läuft das ganze System rund. Also die Milchleistung im neuen Stall ist jetzt innerhalb 3 Jahren um ca. 2000 Liter angestiegen.